Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Fragerunde, weil ich gefragt habe mit dem Hashtag FragDizzy. Ja, den habe ich jetzt übernommen. Und da kamen sogar einige Fragen rein, was ich voll toll finde von euch. Und ja, was habe ich eben eigentlich ausgewählt? Ich habe keine Ahnung, ich habe jetzt irgendeinen Block ausgewählt. Ich glaube ein Leaf-Block. Möglich ist. Also, was sind wir? Wir sind Keks. Und wir haben dann Keksen drin. Nein, okay, wir haben einen Leaf-Block und die Map ist sogar gar nicht mal so schlecht für den Leaf-Block, merke ich gerade so. Okay, verstecken wir uns erstmal und dann fangen wir mit der ersten Frage an. Kommen wir nicht irgendwie auf irgendeinen Baum rauf? Früher ging das, weil man früher noch auf die ganzen Boxen rauf konnte. Das weiß ich. Aber inzwischen glaube ich nicht mehr. Oh Gott. Oh nein, wo sollen wir uns verstecken? Es gibt nichts zu verstecken. Wo sind wir sicher als Blatt? Da, da hinten, das ist super. Oh, geil. Ja, hier ist super. Ha! Hier wird uns niemals jemand finden. Sobald wir visible sind. Hidden sind. So, da hinten ist der Sieger, aber der hat uns gar... Das ist eine Blume. Oh Gott, wir dürfen hier nicht bleiben. Ode, ode, wo gehen wir hin? Dann gehen wir hier hin. Da. Nein, nein, nein. Ich bin kein fliegender Block. Guck nicht hierher. So. Okay, wir stehen. Ist da jetzt ein bisschen auffällig. Ich würde lieber da drin stehen, aber da sind blöde Blümchen. Und Blümchen sind doof. Okay, dann. Erste Frage. Die ist noch ohne den Hashtag, fragte sie, weil... Ist so. Okay, nee, warte, warte. Ich guck mal kurz, welche nehme ich da als erstes? Ich habe hier ein paar. Okay, eine Frage von Tumors Medusa, also Tumors Medusa. Sie hat gefragt, was ist deine Lieblingsmusikrichtung? Das ist noch ohne den Hashtag, wie gesagt. Und meine Lieblingsmusikrichtung. Ja, das ist eine gute Frage, denn eigentlich habe ich keine Lieblingsmusikrichtung. Ich höre irgendwie alles, je nachdem, wie gerade meine... Oh, wäre mein Schwert. Je nachdem, wie gerade meine Stimmung ist, wenn ich also traurig bin, dann höre ich eher Lieder von Omp oder sowas. Ja, Omp habe ich richtig oft gehört. Oder die Ärzte, das eine Lied, Es ist vorbei. Die haben ein Lied, das heißt, Es ist vorbei. Das habe ich die ganze Zeit gehört, als meine Freundin mich, also meine Traumfrau mich damals verlassen hat. Ja, das war richtig traurig, da habe ich die ganze Zeit das gehört. Und Omp. Oder wenn ich halt glücklich bin, dann höre ich sowas wie Owl City, When Can I See You Again und sowas, das finde ich toll. Oder Good Time. Ja, und wenn ich Party machen will, dann höre ich halt Partylieder. Und von daher, ich habe auch alles mögliche an Musikgenres auf meinem PC drauf. Das geht von Schlager, also so richtig Uldi-Schlager, über Heavy Metal, über K-Pop, bis hin zu House oder auch Rap. Das habe ich alles dabei. Aber das meiste, was ich auf meinem PC habe, ist aber tatsächlich Rock. Ja, so Punkrock-mäßig. Ist jetzt für. Ja. Die offizielle Bezeichnung ist Punkrock, aber ich sag mal sowas wie Green Day oder Billy Talent oder sowas. Von Green Day habe ich übrigens auch richtig viele CDs hier. Der sieht uns nicht. Aber ja, durch Ozu habe ich sowieso jetzt auch richtig viele andere. So ganz viele Anime-Lieder habe ich dadurch. Und auch ganz viele Techno-Lieder dazu bekommen. Die sind auch alle auf meinem PC. Und die höre ich mir auch ab und zu mal an. Anime-Lieder sind sowieso richtig cool. Ich mag Anime-Lieder. Vor allem, wenn die so richtig schön alt sind. Ja, dann hat man so ein Euphorie. Nee, Euphorie ist das falsche Wort. Wie heißt das? Wenn man sich an alte Zeiten zurückerinnert? Ja, ihr wisst, was ich meine. Hä, jetzt will ich das Wort aber wissen. Ja, egal. Irgend sowas. Also, wie gesagt, alles Mögliche. Je nachdem, ob ich es hören mag und ob es zu meiner Stimmung passt. Ja, das kann aber auch alles sein. Ja. Okay, dann nächste Frage wäre von Sophie M. Die hat übrigens auch gesagt, dass ich mal mehr solche Fragen-Videos machen soll. Wegen ihr mache ich das jetzt hier. Ja, du bist schuld, Sophie M. Und sie hat gefragt mit dem Hashtag, fragte sie, du sagtest mal, du hast einen Hund. Wie heißt er, sie und welche Rasse ist dein Hund? Dach, Punkt, Dach. Genau, ja, ich habe Hund. Ich habe sogar zwei Hunde, um genau zu sein. Und das sind beides Rüdinnen. Ja, ich weiß, Rüdinnen ist das falsche Wort, aber ich nenne sie Rüde. Oh, wir haben schon gewonnen? Nee, doch. Haben wir gewonnen? Nee, dauert noch eine Minute. Sind beides Rüdinnen, weil sie sind halt beide weiblich, sind weibliche Hunde. Aber sie wollen immer pinkeln wie so ein Rüde, also mit Hinterbein hoch. Das sieht dann immer ganz schön witzig aus und deswegen nenne ich sie Rüdinnen. Aber eigentlich sind es halt Weibchen und sie heißen Abby und Resi. Ja,
Also Abby und Resi. So. Süß, oder? Und das ist die Hunderasse ist keine offizielle Rasse. So viel schon mal gesagt. Also sie wurde nicht angenommen. Warum auch immer. Es ist natürlich trotzdem eine Rasse, aber keine offizielle. Eigentlich gibt es meine Hunde gar nicht. Die sind nur in meiner Fantasie. Nee, keine Ahnung. Auf jeden Fall heißt die Rasse Elo. ELO. Genauso wie die Wertung zum Beispiel wie bei League of Legends oder sowas. Oder bei anderen Spielen. Gibt es schon mehrere Spiele, wo der Ranking Elo heißt. Und komm, wir machen jetzt hier nochmal ein bisschen Action die letzten 10 Sekunden. Hahaha, komm, wir schlagen jetzt mal irgendeinen Typen. Guck mal, hier ist noch einer. Das war garantiert einer. Ein Versteckter. Hallo, hallo, hallo. Hä, ich kann den nicht schlagen? Oh nein, jetzt habe ich Angst. Okay, ich habe eh schon gewonnen. Wieso kann man den nicht schlagen? Hä? Da ist er abgehauen. Zäh. Hatten wir nur drei Sieger? Moment. Ne, fünf. Fünf? Fünf. Oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir gehen auf jeden Fall in die nächste. Lobby rein. Wenn hier mal eine frei wäre. Da ist eine. So. Gehen wir auf den Cookie rauf, denn wir mögen Cookies. Genau, Elo. Elo. Das ist eine Mischung aus Eurasia und Spitz. Kann man so sagen. Die haben halt so einen Ringelschwanz, sind süß und knuffig. Ich kann eigentlich mal ein Bild von denen hier einfügen. So, hier Bild einfügen. Und die sind eigentlich toll. Ja. Sind auf jeden Fall Familienhunde. Und so. Die Abby, das ist die kleinere, die ist übrigens auch ziemlich, ziemlich zickig, muss man so also sagen. Das ist so eine kleine Königin. Und die Resi, die ist ganz lieb und nett. Und ja, die sehen ganz schön gleich aus. Das liegt daran, dass es Tante und Nichte sind. Falls ihr euch jetzt fragt, hä, sind das Geschwister? Nein, sind es nicht. Nein, sind es nicht. Nein, nein, nein. So, wir wählen nochmal unseren Zaubertisch aus. Der Zaubertisch hat uns bisher immer Glück gebracht, glaube ich. Nein, wahrscheinlich eher nicht. Egal. So, auf jeden Fall sind das ganz schön süße Bellkatzen. Ja, ich habe süße Bellkatzen. Wenn das schon keine Hunderassen sind, scheinbar. Hilfe. Dann sind das eben Bellkatzen. So, wo kann man sich denn hier erstmal wieder verstecken? Was? Wir können die Türen nicht öffnen? Das ist natürlich schlecht. Wir können. Ertrinkt man? Man ertrinkt. Shit. Warum ertrinkt man? Kann man echt ertrinken? Als Zaubertisch? Das kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Zaubertisch neben Bücherregalen. Das hätte doch was, oder? Ich stelle mich hier hin. Da ertrinkt jemand. Seekers has been released. Oh nein. Sie werden mich niemals finden. Ich bin versteckt. Am besten versteckt. Ja, habe ich sonst noch eine Frage? Ich habe noch einige. Zum Beispiel von Metallic Dragon. Sie hat mit dem Hashtag FragDizzy. Was ist deine. Nee, was ist dein Lieblings-Pokémon und was ist deine Lieblingsfarbe? Das hat sie gefragt. Oh, Lieblings-Pokémon. Diese Frage werde ich auch komischerweise öfters mal gefragt. Was ist mein Lieblings-Pokémon? Dabei geht es in meinem Kanal ja eigentlich gar nicht um Pokémon. Aber ja gut, ich rede ab und zu mal über Pokémon, aber egal. Ich habe weder irgendein Video über Pokémon auf meinem Kanal noch irgendwas anderes. Von daher finde ich das komisch. Aber Pokémon ist natürlich cool. Und ja, mein Lieblings-Pokémon ist in den Spielen auf jeden Fall Giratina. Giratina heißt er so? Giratina wahrscheinlich nur. Ich sage den immer falsch. Ich ist auf jeden Fall ein Drachen-Pokémon, das richtig viele Leben hat. Ist auch ein legendäres. Oh Gott. Hi. Askerberge. Ja, geh du mal weg. Tschüss. Er schlägt einfach um sich. Ah! Richtig, richtig der Lustvolle. Ah, ich schlag alles kaputt. Oh, da will ein Block ihn angreifen. Wollen wir ihn helfen? Greift er den echt an? Okay, komm, wir helfen mal. Ja, Seeker töten. Hä, er greift ihn gar nicht an? Oh, okay. Hat er mich jetzt gesehen? Ich hoffe nicht. Oh, ich dachte, der Block greift ihn an, dann hätte ich ihm geholfen. Naja, gut. Dann bleiben wir hier halt stehen. Und sonst in der Serie war das immer Plusel und Minum oder Latios und Latios. Aber eher Latias und Latios, weil das sind auch Drachen-Pokémon und ich mag Drachen-Pokémon. Warum nur? Ich weiß auch nicht. Drachen-Pokémon sind toll. Ich mag Drachen-Pokémon. Aber eher Latios als Latias. Blau. Blau ist schön. Und was haben Sie noch gefragt? Lieblingsfarbe. Jetzt kommt er wieder zurück. Weiß er jetzt, dass wir falsch sind? Nee. Lieblingsfarbe ist Türkis. Ja, einfach nur Türkis. Aber nicht so ein Babyblau-Türkis, wie jetzt da bei Game ID.
da, rechts, da, sondern eher so ins Grünliche. So ein Türkis, das finde ich ganz schön. Boah, genau, das ist meine Lieblingsfarbe. Ach, und Metallic Dragon hat dann auch noch eine Frage gestellt mit Hashtag fragt Lizzie, was ist deine Lieblingseissorte? Warum auch immer man sowas fragt. Weil, okay, aber das ist einfach zu beantworten, das ist einfach Cookies. Ja, also Vanille mit komischen Cookie-Dingern drin. Das ist super. Aber nur bei der einen Bäckerei, sage ich schon. Bei der einen Eisdiele, die wir haben. Hallo, kleiner Block. Hallo, hallo. Ich schlag dich. Hallo, hallo, hallo. Hä, man kann sogar springen, ohne wieder visible zu werden. Das finde ich auch cool. Ja, gut. Der kommt die ganze Zeit hierher. Aber er kommt nicht wirklich hierher. In der letzten Minute machen wir nochmal ein bisschen Action. Geh weg, du. Habe ich sonst noch eine Frage? Ich schau mal eben. Ja, von Simon Döpke. Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Und da muss ich sagen, ich habe gar keinen Lieblings-YouTuber. Das sind, wenn, dann mehrere. Zum Beispiel. Zum einen der große Maudado LP natürlich. Das LP ist wichtig. Maudado LP. Den habe ich früher richtig gesuchtet. Habe ich richtig geliebt. Ich kannte ihn sogar bevor er 20.000 Abos hatte. Fühle ich mich schon ein bisschen stolz. Auch wenn 20.000 schon richtig viel ist. Egal, den habe ich früher immer richtig gut geguckt. Jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel. Ich weiß auch nicht wieso. Seit Varo 2 geendet ist, gucke ich bei ihm nicht mehr so oft rein. Immer noch ein bisschen, aber nicht mehr so oft. Und sonst, wen kann ich sonst noch aufzählen? Zombie. Zombie ist super. Geh weg, du. Hä, ich kann die nicht schlagen. Wieso kann ich die nicht schlagen? Die haben Hex. Hex haben die an. Oh Gott, jetzt müssen wir weglaufen. Wieso kann ich die nicht schlagen? Ich verstehe das nicht. Nur weil ich ein Zaubertisch bin oder was? Hui, wir laufen eine Minute weg. Schalalalala, die kommen eh nicht hinterher. Wir sind viel zu gut für die. Na, sind sie hinter uns her? Nö. Easy. 3, 2, 1. Das ist ja langweilig, wenn wir uns nicht verfolgen. Gucken wir uns die hübsche weiße Wand an. Zombie? Ja, genau, weil wir halt informativ und ruhig ist. Das ist toll. Und dazu immer so ein bisschen Witz. Und deine Stimme ist toll. Ich mag Zombie. Bei dem gucke ich auch wirklich fast alles. Ich kann ihn nicht schlagen. Ich weiß nicht warum. Das ist unfair. Warum kann ich ihn nicht schlagen? Jetzt mal ehrlich. Voll doof. Hi, Ilzen. Hallo. Toll, wir dürfen nicht mal suchen. Plupp. In der letzten Sekunde sind wir rausgekommen. Oh, eine Kiste. Da packen wir unser Schwert rein. Haha, jetzt haben wir zwei Schwerter in der nächsten Runde. Toll. Ich glaube, das geht nicht mal. Hä, wieso ist hier einfach so eine Kiste? Finde ich witzig. Okay, eine Runde können wir noch. Wenn wir dann eine leere Lobby finden. Wie die immer voll sind. Da halt 11. Spamman. Ja, was? Wo? Da. Katzenattacke. Miau. 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 Ah, wir dürfen nicht verpassen, hier reinzugehen. Okay. Da, wo stellen wir uns diesmal rauf? Ich traf einen neuen Freund und Minecraft war sein Name. Minecraft. Minecraft und Minecraft war sein Name. Da 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 ein Honigpott. Und da ist noch ein Schrank. Hallo, Corby. Hallo, Corby. Egal, ich kann ja schon mal weiterzählen. Was war eben die Frage? Lieblings-Let's Play. Ja, Zombie habe ich gesagt. Genau, Zombie. Und, wie gibt's sonst noch? Ach so, und ich finde die natürlich super, weil auch ein Zylinder hat. Zylinder sind auch toll. Ich mag Zylinder. Und Lila war auch für meine Lieblingsfarbe. Um nochmal darauf zurückzukommen. Zombie. So, wen habe ich jetzt aufgegeben? Mardado und Zombie. Ich komme hier andauernd raus. German Let's Play gucke ich auch sehr, sehr gerne. Einfach weil er so fucking verrückt ist. Au. Hat halt einen Tumor. Leute mit Tumor, die kann man einfach nur mögen. Oh, wir haben den perfekten Block für diese Map. Stellen wir uns einfach hier rein. Hier passen wir doch perfekt rein, oder? Naja, nicht ganz. Wir sind ein Quarzblock und hier ist eigentlich nur Schnee, aber das passt trotzdem, glaube ich. Ja, so. Oder gibt es vielleicht noch einen besseren Ort?
Irgendwie da drüben so. Hier so. Ja, vielleicht auch hier drauf. So. Könnte passen, oder? Hier so ein Quarzblock, das sieht doch recht normal aus. Wenn man die Map nicht kennt, dann weiß man das nicht. Aber jeder, der die Map schon mal gespielt hat, der weiß wahrscheinlich, dass hier keiner ist. Egal. Hier haben wir voll den Überblick. Jetzt bin ich wieder raus. German Let's Play. Weil cool. Wen mag ich sonst noch? Delay LP gucke ich auch ziemlich häufig. Keine Ahnung warum. Und das waren jetzt alles ziemlich große YouTuber. Und alles nur Let's Player. Okay, da muss ich jetzt noch irgendwas anderes nennen. Ungespielt. Aber nur seine Vlogs. Seine Let's Plays nicht mehr so häufig. Aber ja, Vlogs ist was anderes als Let's Play. Ja, jetzt habe ich noch was anderes gefunden. Toll, oder? Ja. Und Mr. Trashback natürlich wegen den YouTube News. What's up? Wasup. Finde ich auch toll. Das war jetzt aber alles nur große. Voll behindert. Ja, ist halt so. Oh, ich habe noch einen Fall ganz vergessen hier. Rocket Beans. Rocket Beans ist auch. Die gucke ich. Das sind meine absoluten Lieblinge zurzeit. Die gucke ich echt jeden Abend vorm Einschlafen. Die haben richtig geile Formate. Also, wer die Rocket Beans noch nicht kennt, müsst ihr gucken. Das sind die von Game One früher, beziehungsweise Giga. Giga, ja, der, oh, Giga. Der Fernsehsender Giga, den vermisse ich auch richtig. Ja, auf jeden Fall sind die richtig cool drauf. Aber das sind wahrscheinlich keine echten YouTuber. Darf man auf jeden Fall nicht als YouTuber zählen, sage ich mal so. Weil die halt eher vom Fernsehen kommen. Aber gut, es kommen ja sowieso immer mehr Leute vom Fernsehen irgendwie zu YouTube. Weiß ich auch lieber. Aber ich gucke natürlich auch Leute, die weniger Abos haben. Also mit weniger meine ich so unter 5000 Abos. Aber um da so eine Relation herzustellen, vielleicht von 10 Videos, die ich gucke, ist vielleicht eins, höchstens zwei Videos von jemandem, der unter 5000 Abos hat. Und ich habe jetzt garantiert auch irgendwelche YouTuber vergessen, die ich richtig gerne noch gucke. Yay. Aber gut. Eine habe ich sogar extra nicht aufgezählt. Die ist zwar in meinen Liebling drin, glaube ich. Ich habe sie inzwischen schon rausgenommen, weil die keine Videos mehr macht. Absolute Lieblings-Let's Playerin und macht keine Videos mehr. Doof. Richtig doof. Wirklich schade. So. Aber das ist ja irgendwie witzlos jetzt hier. Hide and Seek, wenn wir die nicht angreifen können. Was sollen wir denn dann machen? Pauline? Pauline. Hallo Pauline. Wie geht's dir, Pauline? Alles gut bei dir? Wir haben hier sowieso das beste Versteck. Wollen wir jetzt nochmal ein bisschen Action hier machen? Hi. Hallo. Du hast uns doch gerade schon angeguckt. Er greift lieber den Block neben uns an. Okay. Er ist so blöd, hier raufzukommen. Nee, geh weg, geh weg, geh weg. Ich will ihn schlagen, es geht aber nicht. Wieso baut er die Blöcke ab? Auf den Block abzubauen. Oh, ich kann ihn doch schlagen. Yay, ich kann schlagen! Leute, ich kann schlagen! Der wird sich umsehen, ob er hier nochmal hoch will. Der checkt das nicht, dass wir das sind. Hä? Von wo werde ich geschlagen? Ich verstehe das nicht. Das ist ja so bescheuert. Was machst du denn da? Ja. Roman Sibi. Er ist richtig verwirrt. Bestimmt dieser Schneeblock. Ich baue mal die Schneeblöcke ab. Ich hab Spaß. Er versteht nicht, woher das kommt oder was? Da, runter mit dir. Oh Gott, wir wurden getroffen. Rückzug, Rückzug. Was ist das für ein Typ? Hä, der Block ist weg. Hä, wo ist er hin? Ich habe ihn doch gerade noch geschlagen. Hä? Dann macht er einfach gar nichts. Er steht da rum. Run away, Quartz. Okay. I see you. Okay, eigentlich müssen wir den jetzt hinterherlaufen, gell? Okay, komm. Auch wenn hier die ganzen Zieger gleich sind. Wo ist er? Oh Gott, da kommt einer. Ich will eigentlich nur auf den einen rauf. Da ist er ja. Hi. Au. Au.
Geh weg von mir. Oh Gott, da ist noch einer. Hilfe! Nein, 7 Sekunden, das überleben wir ja wohl noch. Oh Gott, überall. Ah! 3, 2, 1. Okay, geschafft. Hi. Hallo. Na, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Den kommt man ja richtig schön verarschen. Ach, Roman Simi. GG. Hi, Robert Sibi, hallo. Geht's dir gut? Der war irgendwie verplant. Ja, mit diesem schön verplanten Ende sollte das dann auch erstmal gewesen sein mit dieser Folge FAQ. Ich weiß gar nicht, wie viele Fragen ich beantwortet habe, aber egal. Ja, wenn ihr weitere Fragen habt, dann einfach an den Hashtag FragDizzy. Würde ich dann immer mal reingucken. Ich glaube, ich mache jetzt diese Fragerunden einmal wöchentlich oder sowas. Je nachdem, wie viele Fragen halt reinkommen und ob da gute Fragen reinkommen. Und überhaupt, hallo, wie geht's so? Ja, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wenn ihr Fragen stellt und beim nächsten Mal wieder reinschaltet. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.